Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus mit mir King Falke. Und das letzte Mal sind wir hier. Ja, hier kam auf den Friedhof und da liegt ihr Vater. Hat man ja gehört. Hier kann man nicht. Und jetzt haben wir das erste Mal gleich schon wieder Poki sein Räder. So, wir befinden uns jetzt endlich auf dem kleinen Gelände der Kirche, also hinten auf dem Friedhof. Die Kirche hat ja bekanntermaßen einen Wiederauftritt in Harveys Neue Augen. Das heißt, wir nähern uns diesem Bereich von Edna bricht aus von der anderen Seite. Und hier gibt es halt eine ganz exklusive Überschneidung. Und zwar haben wir als kleinen Easter Egg diesen Screen eingebaut. Lilly betritt vom Kirchhof aus, kann sie diesen Screen betreten, guckt sich einmal kurz um und geht raus. Besonders imposant ist da natürlich der Vergleich der Auflösung. Wir haben den Screen in Originalauflösung drin, also mit 800x600, und es ist nur so ein kleines Rechteck auf dem Bildschirm, das ja HD-Größe besitzt. Kein Wunder, dass sich Lilly da nicht lange aufhalten will. Wir jetzt auch nicht. Schnell runter hier, sonst finden wir noch Mattis Grab. Okay, das war zu spät. Ich hab den schon in der letzten Folge gefunden. Aber kannst ja nicht wissen. Okay, dann gehen wir hier weiter. Weil er sagt, wir sollen schnell weitergehen. Das wird ein Grab ansehen. Klaus Peter, Staubsaugervertreter. Können wir noch was machen? Tor. Kirche, ansehen. Diese Kirche hat etwas Unheimliches an sich. Wirklich? Ich will nicht. Nehmen. Sehe ich so stark aus? Oh. Ich fühle mich nicht so. Bist du stark? Bist du gelenkig? Wie sollte ich eine Kirche benutzen? Sie stimmen. Beten? Nee. Ansehen. Hinter dem Tor führt eine Straße zu unserem alten Haus. Nehmen. Es ist angekettet. Aber benutzen bedeutet bestimmt durchgehen. Warum lässt du mich nicht durch? Was kann ich dafür, dass ich festgekettet bin? Kann man da durchgehen? Es ist verschlossen. Achso. Harvey, was hast denn du zu der Kirche? Schau mal, Harvey, eine Kirche. Da will ich nicht rein. Vielleicht gibt es da drin jemand, der uns weiterhelfen kann. Oder hast du Angst, dass du dich auf der Türschwelle in Asche verwandelst? Was lachst du? Aber was sagst du zu dem Kirchturm? Wie kommen wir da nur durch, Harvey? Wir sollten uns einen Hubschrauber bauen. Was ist los, Edna? Mir ist kalt. Bauen, so nicht schlecht, okay. Dann hören wir mal wieder. Puck dein Gerät auf deinen Screen hier an, auf das Bild hier. Viel Spaß. In Harveys Neue Augen habe ich mich entschieden, diese Location, auch wenn es wirklich genau exakt dieselbe Location ist, aus einer anderen Perspektive zu zeichnen. Ja, hatte hauptsächlich Gründe von der Bildaufteilung her, aber es ist irgendwie ganz schön. Ich mag es, wenn man halt denselben Ort nochmal aus einem anderen Blickwinkel sieht. Das gibt diesen Orten halt irgendwie mehr Realität. Im letzten Screen habe ich es nicht erzählt. Die Grabinschriften, eine sehr alte Kunst im Adventure-Genre, lustige Grabinschrift zu verfassen, kommen von René Anhaus. Die hat er damals geschrieben. Ja, hier vorne in diesem Grab ruht offenbar Hans-Peter, Staubsaugervertreter. Das ist gemein, dass es lustig ist, aber es ist lustig. Oh ja, Hans-Peter, Staubsaugervertreter. Naja, was sagt denn Harvey eigentlich zu dieser Tür? Die kann ich nur benutzen, okay. Lol. Oh, Alter, erstmal ansehen. Das ist sowas wie eine CD-Funkanlage für Theologen. Na so. Den nehme ich mit, wenn ich mit meinem Möbeltransporter in der Gegend bin. Okay. Reden. Hallo? Gott? Bist du zu Hause? Er hält wohl gerade ein Nickerchen. Oh. Benutzen. Ich finde den Powerknopf nicht. Lol. Achso. Nö. Aber was sagst denn du zu dir?
Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, dass Elvis noch lebt. Zählt das? Glauben. Er glaubt das? Hm. Das Firmenlogo. Jeder nur ein Kreuz. Das Kreuz im Rücken. Ach nee. Für eure Sünden könnt ihr selbst sterben. Jesus, bist du da? Ich mach gerade ein Nickerchen. Er befindet sich nicht am Arbeitsplatz. Macht wohl gerade Pause. Oh, der sagt ja was anderes. Harvey, was sagst du dazu? Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, dass Elvis noch lebt. Zählt das? Das kennst du mir mal. Ein Vorläufer des Fernsehers. Das geht leider nicht. Ich habe meinen Kanzelbeutel in der Anstalt vergessen. Ja, da kommt Kanzeln rein. Ich bin nicht so der pastorale Typ. Aber das kennen wir. Ich bin nicht so der pastorale Typ. Hey, was hast du dazu? Hey, eine Kanzel. Darf ich freie Liebe predigen? Nicht jetzt. Wann denn sonst? Ja, was sagst du, Poki dazu? Ja, spätestens in diesem Raum habe ich dann meine Bedenken gegenüber Pietätslosigkeit dann vollständig abgelegt. Aber wenn der Spieler halt unbedingt, weiß ich nicht was, Zickzackschere mit einem Altar benutzen will, dann soll er halt, weiß ich nicht, eine entsprechende Antwort bekommen, schätze ich mal. Wobei ein paar Sachen halt echt grenzwertig waren irgendwie. Jesus braucht keine Therapie, er braucht einen Ernährungsberater. Jetzt davon. Aber irgendwo in diesem Raum versteckt sich auch, und das hat mich jetzt tatsächlich überrascht, eine Anspielung auf unser aktuelles DSA-Adventure. Schon zu dieser Zeit. Ich hätte es nicht gedacht. Achso, dann müssen wir das noch ausprobieren. Nein. Ich respektiere fremde Kulturen und ihre rituellen Kultstätten. Nein. Unterschreiben? Wollen wir Jesus ein Bart malen? Später. Und hier? Nein. Ich respektiere fremde Kulturen und ihre rituellen Kultstätten. Oho. Nein. Sagte der auch wieder, Jesus? Wollen wir Jesus später? Hä, wo? Wollen wir Blinddarm-Operation spielen, Harvey? Nur wenn ich der Doktor sein darf. Nee, das hatten wir ja früher schon mal. Ganz früher, aber geht das denn hier? Die Kanzel ist aus Andergaster Steineichenholz. Da bräuchte ich schon einen +3 Zweihänder. GG. Die Kanzel ist aus Andag, da bräuchte ich schon einen Presslufthammer. Da meint ihr wieder drauf? Okay. Dr. Marcel was here. Okay, das sagt die. XXX. Ja, dann nehmen wir hier mal Kamera, aber das andere kann man erst oder war. Genau. Dann nehmen wir jetzt hier in die Tür mal rein. LOL. Anlage, Plakat, Buch. Heilige Scheiße. Och nö, mit den Rutten habe ich ja auch nicht am Hut, wenn ich ja nachher noch trauen muss. Das ist ja richtig öde. Geldorfs Mama. Mama. Ansehen. Es läuft ein Musiksender. Nicht doch, Harvey. Erst lassen wir uns für geistig gesund erklären. Dann können wir immer noch Fernseher aus Kirchen klauen. Wieso, Harvey? Ich hab's doch so angeklickt. Ich will das noch sehen. Highway to hell. I'm on a highway to hell. Ich muss doch sehr bitten. Anlage. Wo? Die fällt mir. Genau, in die Kirche einbrechen und die Stereoanlage klauen. Geht's noch? Wir sind noch nicht eingebrochen.
keine Zeit, Musik zu hören. Da spreche ich lieber erst mit meinem Anlageberater. GG Kopfhörer. Damit kann die Musik nicht mehr an den Ohren vorbeigehen. Ja, genau. Hey, Finger weg. Der war teuer. Der Kopfhörer. Keine Zeit, Musik zu hören. Hallo? Hallo? Komisch. Er hört nicht. Habe ich hier schon reden gemacht? Da spreche ich lieber erst mit meinem Anlageberater. Ach so. Stimmt ja dabei was. Hier Verstärker ansehen. Nicht schlecht. Ich brauche Verstärkung. Dann bin ich dein Mann. Hey. Hey. Was für ein Plakat, Plakat. Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen. Das sagt ihr bestimmt zu jedem. Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen. Er sieht nicht gerade wie ein Rocker aus. Aber auch nicht wie ein typischer Pastor. Man sollte einen Mann Gottes nicht auf den Arm nehmen. Benutzen. Man sollte einen Mann Gottes... Aber ich kann ja noch überall... Lass uns Zombie-Filme gucken. Später, Harvey. GG. Guck mal, Harvey. Eine Stereoanlage. Denkst du, was ich denke? Party! Hey, genau. Die sind nicht für Hasenohren gemacht. Schade. Was hältst du davon, Harvey? Wow! Hotzenplatz Crew Siegen! Meine Lieblingspunkband. Da sagt er, wo die immer was anderes. Was hältst du davon, Harvey? Boah! Even Blacker Sabbath! Meine Lieblings-Death-Metal-Band. Was hältst du davon, Harvey? Wow! God Sucks Inc! Meine Lieblings-New-Metal-Band. Überall seine Lieblingsbilder. Band. Was hältst du davon, Harvey? Wow! Jesus Zombie Massacre! Meine Lieblings-Trash-Metal-Band. Jesus. Was hältst du davon, Harvey? Wow! Sacrilegia! Meine Lieblings-Speed-Metal-Band. Was hältst du davon, Harvey? Rock'n'Roll! Da ist noch ein Heft. Das ist eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Heftig, heftig, heftig. Man sollte einen Mann Gottes nicht auf den Arm nehmen. Mit dem Fach Chinesisch kann niemand was anfangen. Genau, das sage ich auch dazu. Das interessiert mich nicht, die Bohne. Was sagst denn du, Harvey? Sieh nur, Harvey, eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Ein Mach-3-Zeitschrift für Exorzisten? Nein, eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Ach so, dachte ich's mir doch. Aber wie bekommen wir dann die Exorzisten zurück ins Mittelalter? Was hältst du von dem Typen, Harvey? Ignoriert er uns etwa? Hey, du! Ignorierst du uns? Jesus war ein Müffi. Ich glaube, der ignoriert uns. Gigi, na dann reden wir mal mit denen. Hallo, du hast Besuch. Einen Augenblick, ja? Ich will das hier sehen. Aber ich brauche Zuflucht. Aber ich brauche Zuflucht. Warte mal. Du bist Edna, die Tochter von Mattis Konrad. Was? Du kanntest meinen Vater? Ob ich deinen Vater kannte? Die Geschichte um deinen Vater ist legendär. Legendär. Weißt du etwa nicht mehr, was damals passiert ist? Nein, ich habe tatsächlich alles vergessen. Raus damit, ich will alles hören. Ja, ich denke, du solltest es erfahren. Du weißt sicher, dass dein Vater wegen Mordes an einem Kind verurteilt wurde. Er bekam die Todesstrafe. Ja, ich habe das gehört. Aber ich kann's nicht glauben. Er ist es auch nicht gewesen. Ich wusste es. In Wirklichkeit hat sich die Sache nämlich folgendermaßen abgespielt. Was ist das?
Spielt da jemand auf der Orgel? Das ist doch jetzt unwichtig. Erzähl einfach weiter. Nein, ich muss nachsehen. Ich bin ja gleich wieder da. Warte hier bitte. Und fass nichts an. Schon gut. Versprich es mir. Ja, ja, ich fasse nichts an. Ich schwöre. Sehr brav. Bis bitte. Gleich. Wenn ich wieder zurück bin, erzähle ich dir alles. Mit den gekreuzten Finger ist nämlich... Ja, aber leider war es schon wieder mit der Folge. Hoffentlich hat das Video gefallen und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ich verabschiede mich. Wiedersehen! Und lassen wir noch hier den Poki reden und dann ist er in Ruhe. Tschüss. Hier möchte ich mal auf die fiktiven Bands im Hintergrund aufmerksam machen. Ich bin ein großer Fan von dem Buch Illuminatus von... Wie hieß denn der Typ noch gleich? Also jetzt nicht das Dan Brown Buch, sondern dieses unlesbare, riesige Buch. Und da gibt es im dritten Teil, gibt es eine Aufzählung, wo er über Seiten hinweg einfach nur irgendwelche fiktiven Bandnamen aufzählt. Ich fand es lustig, dass der Pastor in seinem Raum halt irgendwie eine Stereoanlage hört und halt irgendwelche satanistischen Metal-Bands hört. Besonders freut mich, dass ich halt das dritte Plakat unterbekommen habe, die Hotzenplotz Crew Siegen. Das Foto, das da drauf ist, habe ich einem Foto aus meinem Privatbestand abgezeichnet. Und zwar habe ich mit einer Freundin damals Freunde in Marburg besucht. Und da haben wir irgendwo an einer Kirchenwand tatsächlich den Tag gefunden, Hotzenplotz Crew Siegen. Das fanden wir so cool, dass wir uns lässig daneben gestellt haben und dieses Foto gemacht haben, das halt in etwa so aussieht wie dort auf dem Plakat. Damit das so aussieht, als wären wir die Hotzenplotz Crew Siegen. Mit fremden Federn geschmückt. Also, wenn die Hotzenplotz Crew Siegen das hier liest, großen Respekt. Yeah, keep it up.